So, Herrschaften, Tag 10 hier in Kona und gestern Abend angekommen und heute sitzt er bereits bei uns am Pool. Der einzige österreichische Profi, Michi Weiß. Servus, Michi. Grüß euch, hallo Philipp. Du, ja, bitte. Eva Wutti ist auch da. Eva Wutti auch schon? Wo? Habe ich heute beim Laufen gesehen. Ja. Michi Weiß heute war auch draußen zum gleichen Zeitpunkt wie ich. Es war brutal, gell? Es war ein Delfinschwarm. Ja, also ich habe noch nie so viele Delfine gesehen wie heute. Auch ein paar Babydelfine dabei. Und ja, ist wirklich ein Wahnsinn, dass man das hier so ganz nah erleben kann. Der Michi hat mir gesagt, er hat nur 5 Stunden Zeitunterschied gehabt, Kusamail, Kona, aber trotzdem immer noch extrem Jetlag. Ja, ich war 24 Stunden auf, 22 Stunden unterwegs. Kleiner Flug von Cozumel nach Cancun und dann Los Angeles, weiter nach Kona und immer wieder Aufenthalte dazwischen und ja, ist ein sehr, sehr langer Tag gewesen. Michi, Cozumel an und für sich war ein gutes Vorbereitungsrennen. Bist du persönlich damit zufrieden? Sehr zufrieden. Hab gut trainiert noch in Cozumel, war auch sehr heiß und schwül dort. Und jetzt in Kona wird eigentlich nicht mehr so viel trainiert, mehr regeneriert, getapert und die Akkus aufgeladen. Apropos Schwül und Klima bzw. Temperatur, die Einheimischen haben mir gesagt, es ist einer der heißesten Sommer überhaupt hier. Du kennst Kona schon, deine Einschätzung? Es ist immer gleich, es ist immer heiß, schwül und windig. Und das Wichtigste ist hier frisch sein. Also Herrschaften, um frisch zu bleiben, müssen wir uns auch dementsprechend ernähren. Das werden wir jetzt in Kürze tun. Mehr bei Michi Weiß gibt es auch in den nächsten Tagen. Bis dahin, Philipp Jelinek live für den Trier Guide aus Kona. Hang loose.